Und damit welcome back, Freunde der guten Unterhaltung, zu einer weiteren abenteuerlustigen Folge Survival Phantom of Youth. Und wir sind hier bei diesem komischen Konstrukt angekommen und wollen herausfinden, was das hier ist und wer das hier gebaut hat. Allerdings geht das hier nicht weiter. Das heißt, ich werde jetzt erstmal hier diesen Weg da unten folgen. Und dann sehen wir mal, ob wir irgendwelche Hinweise finden. Boah, sichtlich, ich bin fast tot, ne? Eigentlich wäre es fast sinnvoll. Ich weiß halt noch nicht, wie das mit dem Spawnen läuft. Nochmal hier ein kleines Bett oder so aufzustellen, oder? Bevor zu craften. Alter, hier sind ends viele von diesen dicken Steinen. Das muss ich mir merken. Aber macht natürlich auch Sinn, da hier sehr viel Gestein ist. Dass hier natürlich auch dicke Steine sind. Vorsichtig. Vorsichtig. So, okay. Das da brauche ich. Zweimal bitte. Danach kann ich kräften eine Bette. Schon mal vorab. Ein ganz normales Primitiv, es reicht mir ja. Nein, ich würde das gerne tatsächlich erstmal abbrechen. Okay, das kann ich nicht vorab craften. Okay, alles klar. Seht ihr das mit diesem Felsen da vorne? Der scheint wichtig zu sein, ha? Huh? Was ist das hier für ein Konstrukt, Mann? Kudos! Steinkopf. Lied des goldenen Zeitalters. Um mit dem Tag, an dem der Palast der Prüfung erbaut wurde, begann das goldene Zeitalter. Es war die Ära der weisen Häuptlinge, der tapferen Seefahrer, der genialen Heiler und der geschickten Handwerker. Die besten von ihnen stellten ihre Taten dem Rat der vier Stämme zur Beurteilung vor. Und die großen vier standen an der Spitze des Rates. Der Rat wählte die Besten der Besten aus und nannte sie die Würdigen. Die Würdigen segelten dann mit den Sturmbrechern durch den Nebel der Gürtel, um den Palast der Prüfungen auf Bimini aufzusuchen. Jene Würdigen, die alle Prüfungen bestanden, wurden die Höchsten genannt. Sie tranken das Wasser des Brunnens, um ihr Leben zu verlängern, und nahmen das Wasser in besonderen Gefäßen mit, um es zu verschenken. Diejenigen, denen eine solche Gabe zuteil wurde, nannte man die Beschenkten. Die Gesichter Allerhöchsten wurden in Stein gemeißelt. Und das goldene Zeitalter dauerte viele Jahrhunderte an. Wir hatten schon mal so ein Ding gefunden. Das müsste das hier unten sein. Und hatten da, glaube ich, keine Zeit, es zu lesen, oder? Ich lese nochmal kurz vor, Leute. Als der Tod den letzten Höchsten geholt hatte, endete die große Jagd. Aber die Familie und die Angehörigen der Höchsten, denen Langlebigkeit geschenkt wurde, erwartete ein noch schlimmeres Schicksal als der Tod im Kampf. Am Tag nach dem Ende der Jagd wurden alle Beschenkten zu einer hohen Klippe über dem tiefen Meer auf der Insel der Vögel gebracht. Einer nach dem anderen wurden die Beschenkten zu einer Klippe geführt und ihnen das Gift eines Sumpffrosches verabreicht, das sie bewegungsunfähig machte. Und diejenigen, die es einnahmen, wurden gelähmt, auf den Grund des Meeres geworfen, wo sie ertranken. Am Ende des Tages gab es keine Beschenkten mehr. Ihre Knochen ruhten auf den Grund des Meeres. Die Rasse der Unsterblichen war für immer vernichtet. Und nur Sterbliche, die letztlich an Krankheiten verendeten, blieben auf der Insel zurück. Wieso hat man das gemacht? Wieso hat man das gemacht? Wollte man die Unsterblichen einfach ausschalten? Hat man gesagt, nee, Unsterblichkeit ist nicht. Ist gegen der Natur irgendwie. Ich glaube, ihr erwartet uns gar nichts, ha? Huh? Ja doch, wir können hier nochmal hinten rum. Da ist auch nochmal irgendwas. Haben wir das hier schon irgendwie analysiert? Nope, okay. Was ist hier?
Steinablagerung, Interaktion, 7 Steine. Wenn ich die rausnehme, könnt ihr davon ausgehen, dass dahinter irgendwie eine Höhle ist. Aber schauen wir jetzt erstmal noch mal ein bisschen weiter hier um. Blättchen, ein trockenes. So, hier könnte ich mich wieder blöd pieksen, ne? Muss ich aufpassen. Komm ich denn jetzt hier einfach außen rum, oder? Okay, da ist noch so ein Konstrukt. Hey, ich bin mal gespannt, wo das hinführt. Wie gesagt, es kann durchaus sein, dass wir draufgehen. Mach hier mal ein Bett hin. Hätte ich gesagt. Einfach so, weil ich es kann. Einfach mal so ein bisschen Betten platzieren. Ich drücke immer falsche Maustaste. So, halbe Stunde rein damit bitte. Interaktion und Abreißen. Natürliche Erholung. Muss vielleicht mal gucken. Vielleicht kann ich im Lager mein Bett, also ein besseres Bett bauen. Vielleicht auch irgendwie gucken, dass ich das so hinbaue, dass es windgeschützt ist. Und dann eventuell durch einen guten, erholsamen Schlaf wieder ein bisschen, lass mich, ein bisschen Gesundheit regenerieren. Tja, ist der Klapperschlange. Scheiße gelaufen. Wie lange dauert das? 9 Minuten, das ist okay. Solange das nicht eine halbe Stunde oder so dauert, ist das in Ordnung. Ich muss hier dann, wenn ich oben bin, muss ich unbedingt zum Kartograf aufstellen. Alter, das sieht schon alles sehr geil aus. Ich finde dieses Spiel irgendwie ziemlich cool. Ich weiß ja nicht, was ihr dazu sagt. Aber ich finde das ziemlich cool. Und das macht auch so ein bisschen süchtig. Guck mal. Ein langer Stock, gratis. Da sage ich nicht nein. Bleibt die Frage erstmal hier hin oder dann darüber. Aber ich glaube, hier ist dann wieder Sakaseva. Alter, Steinspitzhacke. Chillig. Keine Sackgasse, da geht's noch höher, Alter, wie krass! Sehr aufregend hier, muss ich schon sagen. Muss hier nur aufpassen wegen Schlangen und Spinnen eventuell. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass hier welche sind. Aber ich glaube, von diesen Füchsen sind wenigstens keine da. Die stressen mich jetzt momentan so am meisten. Alter, wo kann man denn hier alles lang gehen? Da ist nochmal so ein Köpfchen. Aber das ist kein wichtiger. Das ist keiner, der eine Geschichte erzählt. Trotzdem zieht es mich irgendwie diesen Figuren hin. Ey, Spiel, was ist eigentlich mit Sound? Geht da nochmal was? Kommt da nochmal was? Musik. Ist eigentlich auf Vollgas, keine Ahnung. Gerade eine musiklose Zeit. Okay, hier geht's wieder runter, oder was? Vorsichtig, vorsichtig. Könnte ja sein, dass man irgendwas verpasst, ne? Irgendwie, was weiß ich, ein Schatz, eine Kiste. Da hinten ist unser Lager. Nimm mich hier schön in Ruhe. Feuerstein. Bruchstück. Okay, schau, hat sich schon wieder gelohnt. Das hat sich gelohnt. Jetzt gehen wir wieder zurück. Das ist noch so ein Ding. Mitnehmen. Feuerstein ist immer gut. Okay, hier ist nix. Alter, wie er hier jumpt, hä?
finde das auch echt geil, dass man hier so viel Ausdauer hat. Richtig gut. Was ist denn da hinten? Seht ihr das? Ist der Rest von unserem Schiff? Das könnte der Rest von unserem Schiff sein. Wir könnten tatsächlich dahin mit einem Floß, ne? Hat man ja alles noch erleben kann, wa? So. Wie kam ich jetzt nochmal weiter nach oben? Wo? Bin ich falsch abgebogen? Skorpions! Yo, Dudes! Ich tue euch nichts, ihr tut mir nichts, okay? Ist das ein Deal? Obwohl ich dafür Erfahrung kriegen würde. Aber ich will jetzt nicht, dass mein Speer zu krass abgenutzt ist. Okay, hier ist eine Höhle, Leute. Hier ist eine richtig frische Höhle. Warte mal, ich möchte nochmal gucken. Ich habe vorher mal durchgeschaut, weil eigentlich wollte ich mal ein HUD ausblenden für ein paar schöne Thumbnails. Geht aber nicht. Aber es gibt die Taste V und damit kann man sich konzentrieren. Aber die funktioniert nicht. Okay. Und es gibt R für Fackel. Okay, aber dafür bräuchte ich wahrscheinlich erstmal eine, ne? Was bräuchte ich denn für eine Fackel? Habe ich noch nicht freigeschalten. Es ist auch nicht in der Demo enthalten. Das ist ärgerlich. So, ganz vorsichtig. Ich bin fast down. Könnt ihr ganz schnell einen Skorpion übersehen. Alter, was ist das hier für eine geile Wandmalerei hier? War Bob Ross hier? Der gute alte Bob Ross? Da vorne ist ein Skorpione. Also einen sehe ich. Ich noch einen. Okay, die muss ich jetzt töten. Hier down. Bin super vorsichtig gerade. Braucht nur noch einen Hit, dann bin ich down. Immer so ein Feuersteinbrocken. Hier ist eine Ruine. Hier gibt es wieder einen weiteren Teil der Geschichte. Alter, wisst ihr, was ich jetzt mache? Soll ich hier schon mal diesen Kartografen? Oida. Guckt euch mal dieses fette Graffiti an, Mann. Das sieht geil aus. Ist nochmal ein Skorpion. Sorry, mein Freund, aber du musst weg. Das ist die Natur. Verzeih mir. Indianisches Observatorium. Okay, wir schauen uns das gleich an. Ich würde erstmal hier so ein bisschen clearen und safen. Tiere wegmachen, die hier nicht hingehören. Kleines. Oida, was ist das? Kokosnussmörser. Chillig. Vielleicht kann ich jetzt mit der Kamille irgendwas herstellen, was mich heilt. Okay, da geht's noch weiter in die Richtung, ey. Krass. Ich höre schon wieder Harpien. No, no, no. Ich möchte jetzt nicht kämpfen. Okay, nehmen wir mal die Info mit, Leute. Neues Ziel, indianische Observatoriumsgebäude. Ah, die sind hier verstreut. Diese Ansammlung von Gebäuden ähnelt einer antiken Steinwarte. Es sieht so aus, als ob der Astrologe den Himmel von verschiedenen Standorten aus beobachtete und die Koordinaten der Sterne mit Hilfe der auf der Insel befindlichen Beobachtungsbögen. Hast du mich schon fokussiert oder was? Alter, krass. Okay, das war's. Scheiße, hat mich. 3, 2, 1, Stich! Stichtag! Drecksviech! Hasse dich! Bitte auf die Schulter. Ne, dann bin ich wieder so lame, ne? Bin ich überladen? Kann ich nicht sehen. Ja, bin ich überladen. Brauche ich dringend irgendwas? Vielleicht Fleisch?
9 Minuten, das braucht 12 und das 17. Ja, nehmen wir das Fleisch. Nein, nein, Moment. Das nicht. Nur das bitte ernten. Möchte nicht zu viel Zeit verschwenden. Bin fast down. Shit. Lass mal schnell den Mörser abchecken. Werkzeuge für komplexeres Crafting kann aus Kokosnuss und einem Holzgriff. Werkzeugeffizienz 100%. Besseres Werkzeug herstellen. Okay, hier ist auch nochmal Story. Jetzt brauche ich eine Platte. Nummer 1. Das Lied der Vögel. Von den vier Stämmen war der Stamm der Vögel der weiseste. Sie sprachen mit den Winden und lasen die Sterne wie Buchstaben und kannten ihre Namen. Sie kannten die Geheimnisse der Stürme und der Tiefen des Meeres, der Gezeiten und Strömungen, der Regenzeiten und der Mondzyklen. Und sie behielten dieses Wissen nicht für sich, sondern teilten es stets mit den anderen, wofür sie bei allen Stämmen großen Respekt ernteten. Denn es gab keinen sicheren Weg auf dem Meer als den, den die Weisen vom Stamm der Vögel wiesen. Die weisen Vögel, und es wird dunkel. Na Halleluja, Amen. Es wird dunkel. Wieso gibt's hier in der Demo keine Fackel? Was soll denn der Mist? Ohne Scheiß. So, vorsichtig. Skorpion, Skorpion. Da, seht ihr ihn? Ich hätte ihn fast nicht gesehen. Ist mir echt ein bisschen zu gefährlich gerade hier. Da, vor mir. Alles klar. Halt, gib mir. Das ist ein bisschen dangerous. Bisschen dangerous. Ich bin überladen jetzt, ne? War dumm. Ah, so kann ich die auffallen lassen. Good to know. Ich kann hier mit dem Mörser echt gar nichts machen. Tja, Leute, dann müssen wir jetzt mal wieder zurück zum Bett. Da bauen wir dann noch ein schönes Lagerfeuer auf. Vielleicht können wir rein theoretisch auch noch eine kleine Kiste bauen. Was ist das hier? Kann ich das aufnehmen? Nee. Gut. Wow, wow, wow. Ich drift hier voll ab, Mann. Oh, lass mal abdriften. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Der geht irgendwie sehr eigenartig, mein Charakter, muss ich zugeben. Aber ich hoffe, ich habe genug Materialien dabei, um ein Feuer zu machen. Aber ich habe diesen Anzünder gar nicht dabei, ne? Kann ich also das Fleisch nicht kochen? Aber ich habe, glaube ich, eh nur ein Stück, oder? Ja. Ich hätte die Skorpione. Nee, die Skorpione bringen mir ja gar nichts an Fleisch. Ich möchte jetzt nur mal kurz was wissen. Bett aus Blättern. Man schützt nicht vor äußeren Einflüssen. Wird keine Gesundheitsboni, auch nicht. Das ist nicht in der Demo verfügbar. Und leider die Hängematte auch nicht. Das ist traurig. Gewährt keine Gesundheitsboni. Beträgt 6 Energie pro Stunde Schlaf. Und hier 4 Energie. Das heißt, dieses bessere Bett wäre fett. Der Munitionsplatz hinzu. Was bringt mir denn eigentlich der... Einen Waffenplatz brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Okay, schade. Sehr schade, primitive Tischlerwerkbank. Die Holzbearbeitung. Ich gehe jetzt erstmal pennen, Leute. Bis zum nächsten Morgen. Will ich Erholung, guter Schlaf. Ja, schaut mal, guter Schlaf wird im Schlaf wiederhergestellt. Gesundheit, Regeneration. Hindernisse, Kälte und Nässe.
Naja, gut. Müssen wir halt normal pennen. Nein! Ich bin krank! Du hast durch äußere Einflüsse einen Krankheitsstatus erlangt. Es gibt verschiedene Arten von Krankheiten. Sonnenbrand, Grippe, Wunden, Fieber, Lebensmittelvergiftung, Malaria, chillig, Überhitzung, Vergiftung. Medizin hilft, Krankheiten vorzubeugen und ihren Fortschreiten und Fortschreiten zu verhindern. Auch Schlaf und bestimmte Nahrungsmittel können helfen. Behalte deinen Statuswert in der oberen linken Ecke des Bildschirms im Auge. Okay. Was fehlt mir? Oh Gott, und es regnet. Ist das ekelhaft. Oh Mann. Muss ich jetzt echt wieder zurück oder was? Oh, kann ich mir nicht einen Regenschirm craften? Ah, es hört auf. Okay, was fehlt mir denn genau? Sonnenbrand. Ja, das geht ja. 2% Chance. Werde unter Beschwerden, die mich daran hindern, gut zu schlafen. Windeskälte, das können wir ändern. Geringe Gesundheit können wir auch nichts machen. Eingeweicht. Triefende Nase. Milde Form der Grippe. Es gibt keine ernsthaften Folgen, nur geringeren Appetit. Die Grippe kann sich verschlimmern, wenn sie unbehandelt bleibt. Minus 8% Nahrung. Das ist nicht so geil. Das ist nicht so geil, Leute. Ihr könnt mir vorbeugen. Grippe. Für alle Arten von Grippe. Hätten wir, glaube ich, haben wir die schon zu Hause? Ich glaube schon, ne? Hier haben wir unten auch nochmal irgendwie Fieber. Ja, Fieber ist wieder was anderes als Grippe, okay. Oh, ist das nervig. Ja, Kinders. Oh, ich muss wieder nach Hause. Das war schon Absicht, dass ich hier hoch bin eigentlich. Ich wollte wieder außen rum. Muss schon wieder nach Hause. Ist das ärgerlich. Ah, bevor ich aber nach Hause gehe. Was machen wir noch? Ich muss diesen Kartografen-Dings da aufstellen. Sprinten wir jetzt nochmal schnell bis zum Eingang der Höhle, stellen den auf, dann geht's zurück, dann ist die Folge eh im Grunde vorbei, dann mache ich mich nochmal ein bisschen fresh off take am Strand und dann können wir im Grunde in der nächsten Folge dann wieder direkt hier weiter hochdüsen. Vielleicht starten wir auch gleich direkt wieder in der Höhle. Laufe ich einfach schon mal einen Schritt weiter nach vorne. Damit es nicht ganz so langweilig wird beim Zugucken, versteht ihr? Ist das gut so? Ist das schön, wenn ich mit ein bisschen Katz arbeite? Könnt ihr mir gerne mal euer Feedback in den Kommentaren hinterlassen? Oder sagt ihr bitte an Katz, nichts auslassen, alles interessant? Dann auch einfach in die Kommentare. Über Feedback würde ich mich immer freuen. Alter, ich kann so von Glück reden, dass die Skorpione mich beim letzten Mal nicht gestochen haben. Die habe ich nämlich gar nicht mehr registriert dann, ne? Okay, ich stell den jetzt einfach mal. Na, ich gehe nochmal durch. Ist alles geklärt, ja. Ich stell den jetzt hier auf. Mal gucken, was passiert. Wow. Heilige. Geil. Also es ist sogar alles im Grunde freigeschalten, auch wenn ich es noch gar nicht entdeckt habe. Das ist ziemlich geil, Leute. Und hier ist sogar mein Bett. Oder what? Alter. Wo ist denn? Hier ist mein Lager, oder? Primitives Bett. Viele Datteln. Das müsste mein Lager sein. Also ich kann mich jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser orientieren. Das heißt an sich, das ist auch nur eine kleine Insel, chillig. Wo waren das jetzt?
Da ist hier vergessenes Fernrohr. Ah, genau. Das heißt, ich bin hier, oder? Verstehe ich das richtig? Bin ich hier an diesem Fleck? Bin ich wirklich hier? Ein Blatthut. So liegt der hier. Ach, weil er kaputt ist. Okay, ich brauche neue Ausrüstung. Ich muss mich heilen. Ich muss vieles tun, Leute. Jetzt dürft ihr mir noch ein bisschen über die Schultern schauen, während ich den Großteil der Strecke hinter mich bringe, um wieder am Lager anzukommen. Danach ist die Folge rum. Fidibum. Wie schaut's mit dem Gewicht aus? Okay, ich kann gar nichts mehr damit nehmen. Kann ich das kann ich reparieren, ne? Reparier das mal. Geht das? Kostet das was? 20 Minuten. Okay, nee. So, ihr zwei Hübschen. Lasst du mich wieder vorbei? Wir sind Freunde, ne? Freunde fürs Leben. Lasst euch leben, ihr lasst mich leben. So wird daraus eine kleine Gemeinschaft. Allianz. Allianz mit den Scorpions. Wäre super geil, wenn es hier so etwas gäbe, wie Schnellreisen. Dass ich jetzt einfach sage, hier draufklicken. Das ist Weltkarte. Was jetzt? Was habe ich getan? Spiel macht keinen Scheiß. Alter. Oh mein Gott, wie cool ist das denn, Leute? Hier gibt es dann anscheinend noch unfassbar viele weitere Inseln. Ich bin jetzt nur auf Insel der Hoffnung, da geht es ja noch weiter. Ja, die könnten da echt so viel daraus machen aus dem Game. Ich hoffe, die tun das auch. Ressourcenkarte. Insel der Hoffnung. Mich finden. Auch geil. Tierung. Okay, also schnell. Reisen gibt es nicht. Das ist schade. Das würde ich mir noch wünschen. Für die Vollversion. Aber sowas von. Wenn hier noch Schnellreise mit reinkommt, dann könnte das mein neues Lieblings-Survival-Game werden. Kann ich irgendwie abkürzen? Glaube nicht. Muss schon wieder außenrum dann laufen, ne? Na gut, Leute, würde ich mal sagen, machen wir erstmal für euch hier den Cut. Wir sehen uns dann im Grunde wieder, wenn ich wieder fresh bin. Wird mal ein bisschen was gegen das Fieber herstellen. Essen, trinken, das bessere Bett vielleicht noch bauen. Und schauen, dass ich hier wieder auf mit 100% mit dabei bin. Vielleicht bringe ich mich auch zwischenzeitlich nochmal um. Mal gucken. Wir werden uns dann wahrscheinlich wieder hier vorne bei dem Bett sehen. Und jetzt würde ich mal sagen, bedanke ich mich recht herzlich bei euch da draußen fürs Zusehen. Und wenn ihr mich ein bisschen pushen wollt, dann gebt mir ein Like oder hinterlasst einen Kommentar, wenn ihr ein bisschen schreibfaul seid. Schreibt einfach für den Algorithmus oder push der Algorithmus oder push it to the limit, irgendwie sowas. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Jetzt entlasse ich euch in einen noch erfolgreichen und lässigen Tag. Bleibt sexy und geschmeidig. Tschüssikowski.